Seid gegrüßt, Goldgräber. Dies ist der DeFi Expertise Channel und ich bin Lia. Im März 2020 kam die Welt zum Stillstand. Studien wurden geschlossen, der Aktienmarkt und die Ölpreise sanken und der internationale Tourismus brach zusammen. In jenem Monat schien es, als hätte die Corona-Krise alle Wirtschaftszweige erfasst und es würde mehrere Jahre dauern, bis sie sich erholt. Ein Jahr später hat sich die Weltlage nicht wesentlich verändert. Die Wirtschaft erholt sich allmählich, aber die Nachrichtenlage verheißt nichts Gutes für die nahe Zukunft. Es gibt jedoch Branchen, in denen die Pandemie nicht nur unbemerkt geblieben ist, sondern auch zu einem erheblichen Wachstum im Vergleich zu den Zahlen des letzten Jahres beigetragen hat. Eine dieser Branchen ist das Gaming. Die Aktien von Spieleherstellern und Herstellern von Computerperipheriegeräten stiegen. Twitch hat wiederholt neue Rekorde bei den Sehstunden aufgestellt. In den ersten drei Monaten des Jahres 2020 sahen sich die Zuschauer 3 Milliarden Stunden an Inhalten an und im Oktober erreichte diese Zahl 1,6 Milliarden Stunden pro Monat. In den USA stieg die Spielaktivität um 75%. Cybersport erwies sich als die einzige Sportart der Welt, die nicht pausierte, sondern online ging, während andere Sportarten eine Pause einlegten. Alle Interpretationen des Wortes Entwicklung laufen auf Geld hinaus. Woher kommen jetzt die Gewinne? Ein paar kleine Sponsoren mit verschiedenen Online-Diensten oder Streaming-Plattformen, ein paar krumme Merchandise-Artikel und ein paar Preisgelder aus Turnieren. Wenn wir uns über die 30 Millionen Dollar Preisgeld bei der International freuen, sollte man wissen, dass die englische Premier League zur gleichen Zeit jeweils rund 1 Milliarde Dollar unter den Teilnehmern verteilt. Jetzt hat der Cybersport also eine gemütliche Ecke mit eigenen Regeln. Aber auch diese Ecke leidet unter der Diktatur von Leuten mit Geld, Clubbesitzern, Teambesitzern und verschiedenen Investoren. Und die gesamte Spielwelt wird nicht von den Spielern oder den Fans beherrscht, nicht von denen, die wirklich an dieses Team glauben, die dieses Spiel seit ihrer Kindheit lieben. Aber lassen Sie sich davon nicht beirren, denn auf der Weltbühne taucht ein Mikrogaming-Protokoll. Das Ziel dieses Projekts ist es, die Kontrolle über die Welt des E-Sports zu dezentralisieren, indem man die DeFi-Technologie einsetzt und die Kontrolle an die Spieler zurückgibt, die sie eigentlich schon immer hätten haben sollen. Das MGP-Team wird eine automatisierte, zentralisierte Plattform entwickeln, die den Spielern die Möglichkeit und Freiheit gibt, ihre eigenen Turniere zu organisieren und die Gewinne aus den Tickets für sich selbst zu behalten. Die Inhaber von MGP-Token werden in der Lage sein, passiv Prämien in BUSD zu verdienen. Mit jedem Entwicklungsschritt der Plattform steigt der Wert des Tokens und damit auch die Belohnung. Daher ist die langfristige Beibehaltung des MAP eine praktikable Option für passives Einkommen in der Zukunft. Schauen Sie sich an, was in der letzten Woche mit diesem Token passiert ist, und dies könnte nur ein kleiner Teil dessen sein, was die Zukunft bringt. Sie können MGP auf Plattformen wie Pancake, BSC Scan und anderen sehen. Die Transaktionsgebühr beträgt 12,5%, davon sind 1% Burnout, 5% für hängende Liquidität, 1,5% für Inhaber, 2% Marketing und 3% für Preisgelder. Anfängliche Lieferung ist Quadrillion Token. Der Token wurde an der CG und CMC notiert. Bitte beachten Sie, dass es eine zweite Version des Tokens gegeben wird. Das heißt, die Entwickler haben eventuell aufgetretene Fehler beseitigt und die Funktionalität verbessert. Erstes Spiel mit API-Integration wird sein Rust, Spezialmodus MGP Last Man Standing zur Verfügung gestellt vom Sponsor techking.de.
Außerdem arbeitet das Team bereits an einer Partnerschaft mit AMM, um die Liquidität mit einem guten APY zu platzieren und beginnt mit der Arbeit an ihrem eigenen AMM mit exklusiven Vorteilen für MGP-Inhaber und wird mit der Entwicklung und Veröffentlichung von Minispielen auf der MGP-Webseite beginnen. Für die Zukunft plant das Projekt die Entwicklung einer Plattform für E-Sport-Wetten und bis Ende des Jahres soll die Arbeit an CSGO und Minecraft aufgenommen werden. Für das Jahr 2022 plant das Team MGP eine Zusammenarbeit mit Mainter NFT, um spielbezogene NFTs für Turniergewinne zu erstellen. Beachten Sie, dass das Team MGP sich um das Eigenkapital aller Investoren kümmert. Durch die Festlegung einer Kaufbeschränkung schützen Sie die Vorteile aller MGP. Auf diese Weise werden Transaktionen, Verkauf, Kauf und Geldtransfer, die mehr als 0,05% des Gesamtangebots ausmachen, abgelehnt. Dadurch wird auch die Preisbewegung geschützt. Ich empfehle Ihnen, sich persönlich mit allen Einzelheiten des MGP vertraut zu machen. Wenn Sie Fragen und Anregungen an das Projektteam haben, können Sie es persönlich über den offiziellen Kanal auf Telegram kontaktieren. Schreiben Sie in die Kommentare, für welche Cybersportmannschaft Sie mitfiebern. Und das war Lia mit euch. Bye bye!